weil das ist einfach der Inbegriff von Loot, sage ich mal, was man jetzt gefunden hat. So stellt man sich Loot vor, die Sammler voll, die Minen voll, die Lager teilweise voll und alles leicht erreichbar. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich wie immer standardmäßig im Hintergrund mein Dorf, ihr wisst ja selber. Und ja, ich bin gerade eben fertig geworden mit dem letzten Video und habe jetzt einfach mal spaßeshalber eine Runde einen Gegner gesucht und zwar werde ich dann euch gleich mal präsentieren, was ich so gefunden habe. Und zwar ganz oben, ihr seht's, Legend 030. Es war direkt der erste Gegner, den ich gesucht habe. Alter Verwalter, also da habe ich mich ohne Scheiß so verdammt nochmal gefreut. Kranke Sache. Ich muss dann gleich mal nachgucken, ob das nicht der meiste Loot war, den ich jemals gefunden habe. Weil das sind ja jetzt 1,5 Millionen Loot, 2500 Dunkles. Wir schauen uns mal die Base an. Ein Rathaus Elfer natürlich, hat nicht mal einen X-Bogen, geschweige denn Inferno, geschweige denn Adler Artillery, geschweige denn eine Queen am Start hier. Das ist so eine Base, die muss man unbedingt finden. Also das ist richtig geil. Die Lager sind teilweise voll. Die Minen, ihr seht es hier am Sammler. Am Sammler, der ist auch teilweise voll. Ich denke so halb bis dreiviertel voll. Und die Lager werden gut gefüllt, wie gesagt. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich habe mich wirklich so drüber gefreut. Ich werde den Angriff mal starten. Richtig kranke Sache. Da hatte ich von Anfang an kein Bedenken gehabt, damit ich hier nicht die 100% schaffe, beziehungsweise 100% vom Loot raushole. So krank. Ich habe gleich gewusst, jawohl, das ist es. Habe ich mich wirklich so gefreut. Kranke Sache. Ich habe lang nicht mehr, also wirklich verdammt lang nicht mehr so viel Loot gefunden. So, so viel verdammt Loot. Richtig kranke Sache. Ich werde, wie gesagt, gleich mal nachschauen, ob das nicht jetzt wirklich der meiste Loot war, den ich je in meiner gesamten Clash of Clans Spielzeit gefunden habe. Jedenfalls war es auf alle Fälle mit absoluter Sicherheit der größte Loot-Angriff seit dem Update, das im Dezember war. Seitdem habe ich ja kaum noch Loot gefunden gehabt, kaum noch gute Gegner, also die Loot hatten, der einfach zu holen war. Weil das ist einfach der Inbegriff von Loot, sage ich mal, was man jetzt gefunden hat. So stellt man sich Loot vor, die Sammler voll, die Minen voll, die Lager teilweise voll und alles leicht erreichbar. Das ist der Loot, wie man ihn seit dem Update vermisst, beziehungsweise nur noch vereinzelt, selten vorfindet, wie ich jetzt hier eben. Auf alle Fälle davon in Zukunft bitte mehr Supercell. Da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut. Ich habe ja abgebrochen, 1% vor Ende. Wie gesagt, alles geholt, ein Loot, 30 Pokale mitgenommen. Kranke Sache. So muss es aussehen. Supercell, weiter so. Danke auf alle Fälle, richtig geil. Habe ich mich mega mäßig drüber gefreut. Ihr seht, ich habe den König vorhin fertig gekauft, weil meine Goldlager eh schon voll waren. 9 Millionen hätte ich gehabt. Habe den König fertig gejammt, habe dann das Elixierlager gestartet auf Level 12. Ja, und jetzt habe ich schon wieder 7,29 Millionen Gold. In 4 Stunden kann ich dann einfach so bauen. Ihr seht, meine Kanone wird fertig. Bin ganz aufgeregt, wirklich krass. Ich war so überrascht von diesem Angriff, damit ich sowas finde aufs erste Mal. Ich dachte 79.000 von beiden, 70.000 von beiden ungefähr. Guck genauer hin und sehe wirklich 700.000 von beiden. Oh yeah, so muss es sein. Heute mal eine kürzere Folge. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr zuletzt so viel Loot gefunden habt und ob ihr schon mal so viel Loot gefunden habt, wie ich jetzt in diesem Angriff. Wie gesagt, ich werde dann gleich nachschauen, ob das nicht der Angriff war, den der meisten Loot hatte bisher. Ich denke es auf alle Fälle schon. Ich werde es euch dann, wie gesagt, in den Hashtag schreiben, in die Überschrift. Vielleicht noch ein fettes Thumbnail dazu. Und ja, wie gesagt, das war's heute. War ein kurzes Video. Ich würde sagen, lasst mal einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Christian.